Hallo und willkommen zurück zu Rexora. Ich stecke auf halbem Weg durch die Testkammer Nummer 14. Und da sollte es klingeln, denn da muss ich noch einen Kuchen finden. Also ich behaupte mal, dass der hinter mir nicht war. Hier muss im Übrigen die Kugel rein. Was macht denn das dann? Den Ausgang auf wahrscheinlich. Okay, Kugel muss hier rein. Da muss Würfel rein. Und dann klappt das schon. Und Kuchen muss in meinen Magen rein. Wenn ich ihn denn finde, könnte auch immer mal in so einem Bereich versteckt sein, aber erstmal hinkommen. Sieht ein bisschen nach Standard-Hintergrund aus, aber wer weiß. Vielleicht geht auch irgendwann was auf. Was auch immer. Was mache ich eigentlich hier? Was mache ich eigentlich hier? Ich will in die Kammer rein. Das geht hier wohl nicht. Warum ist hier eine Tür? Okay. Hier fliegt immer die Kugel durch die Gegend. Dann will ich mal jetzt hier rein. So. Eieiei. Ja. Ich kann zwar die Kugel da hinten holen, aber ich kann sie natürlich nicht hier rausschießen. Deswegen kann ich den Gedanken gleich lassen. Es muss wirklich der Würfel dahin. Und das Interessante ist... Oder gar nicht so interessant. Hier ist halt der Grill. Das heißt, ich muss... Oh, die Musik spielt auf. Das heißt, ich muss die Tür aufkriegen, um den Würfel hier rauszubekommen. So sehe ich das. Und die Tür wiederum... geht mit dem hier auf. Das ist schön unterbrochen. Aber da komme ich hin, wenn ich... hier so übergehe. Das testen wir jetzt mal. Das ist ja auch nur eine Zwischentür hier. Oh weia. Okay, also. Zack. Jetzt müsste hier eigentlich ein Würfel liegen, damit ich den anderen dahin bekomme, oder? Nee, der Würfel liegt hier. Egal, sind alles ungelegte Eier. Denken wir später drüber nach. Also, was könnte denn hier sein? Hier ist nichts. Also immer wenn es so rötlich leuchtet, ist da nicht wirklich was unten, behaupte ich. Dann kann man da keinen Kuchen finden. Es könnte natürlich auch wieder so ein Teil hier irgendwo lose sein, was man dann rauszuppelt und dann kommt man irgendwo weiter hinten an den Kuchen. Das wäre auch fies. Oh Mann, hier, die stehen ja immer so raus, ne? Manchmal sind sie halt auch locker. Na gut. Hab noch nicht so recht einen Plan. Was gibt's denn hier? Hier gibt's einen Würfel. Ach, wie schön. Na, dann kann das ja nicht mehr so schwer sein. So, da komme ich raus. Aber immer schön gucken, ob noch irgendwo ein Kuchen auf mich warten könnte. Okay, dann machen wir mal... machen wir einmal auf. So, jetzt möchte ich gerne... Es gibt auch wirklich nicht viel Wege hier rauszukommen. Jetzt muss ich eigentlich wieder hier runter und genau diesen Weg machen. Jetzt kommen wir gleich zum Problem, weil... Wo war da die letzte Fläche? Oh doch, das geht aber auch. Das ist auch easy. Und zwar... Hier werde ich rauskommen, beziehungsweise reingehen. Ist die das, die Fläche? Nee, die ist davor gewesen, ne? Moment mal, war das über dem Würfel? Müssen wir mal schauen jetzt. Das war deutlich davor. Da fangen die Gemeinheiten schon an. Kann natürlich jetzt hier eine Verbindung herstellen, so. Oder fährt das runter? Kann man damit irgendwas machen? Habt ihr irgendeinen anderen Empfänger? Ich meine, das sieht ja schon so verdächtig aus, ne? Als wenn hier... Obwohl, hier kann nichts fahren. So, schön. Jetzt hätte ich die Verbindung. Aber kann nicht durchtreten. Ist das nicht super? Okay, das kann ich von da hinten überhaupt nicht treffen. Definitiv gar nicht treffen.
kann ich mit der Kugel das hier kaputt machen? Das ist doch alles Panzerglas. Da geht doch nichts kaputt, oder? Glaube ich ja nicht. Und es ist jetzt auch nicht so eine Kugel, die ewig bestehen bleibt. Nee, also in der Mod kriegt man keine Scheibe kaputt, tatsächlich. So, also ich habe doch nur den einen Würfel. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich, wenn ich da oben rauskomme, ob ich irgendwas anderes sehen oder gar treffen kann. Naja, treffen wohl nicht. Jetzt ist die Musik auf einmal weg. Die hat schon aufgegeben. So, ich kann auch nicht mit dem Würfel irgendwie mich irgendwo hochstapeln oder so. Ah, nee, das ist Quatsch. Hab gerade überlegt, ob ich den Würfel in die Tür lege, aber das geht ja hinten und vorne nicht. Okay, ich könnte den Würfel... Oh, Moment. Nee, bringt auch nichts. Der fällt hier einfach nur. Ich dachte gerade, ich zerstöre den Würfel an irgendeiner Stelle. Ich könnte natürlich... Aber das ist garantiert nicht Sinn der Sache. Die Kugel schon vorher ablenken. Und zwar in die Richtung, dass sie hier zickzack macht. Ah, das ist irgendwie... Das ist nicht im Sinne der Kammer, definitiv nicht. Aber ich will es mal ausprobieren, was da so bei rauskommt. Moment. Man muss ja immer den umständlichen Weg gehen. So. Ja, hier ist halt einfach nichts, ne? Ob hier noch irgendwann irgendwo was runterfährt, wo ich dann einen Kuchen finde? Boah. Es ist sehr unwahrscheinlich, vor allen Dingen unwahrscheinlich, dass ich jetzt den richtigen Winkel treffe. Man soll das ja in der Mod auch gar nicht machen, aber... Okay. Ist gleich zur falschen Seite weg. Vor allen Dingen, wenn es jetzt klappt, das wäre auch unbefriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich... Nee, hier oben kann man auch so ziemlich gar nichts machen. Ich sag euch, es ist wieder einer von diesen Dingern hier. Das macht mich jetzt schon wahnsinnig. Da wird man paranoid. Aber gut, ich habe erstmal ein anderes Problem zu lösen. Habe ich das richtig analysiert mit dem Grill? Da kriege ich den niemals durch. Der wird auch nicht deaktiviert. Ich muss den Würfel da rausbekommen. So. Ich bin der Meinung, ich kann den Würfel nirgendwo auf eine Fläche legen, wo ich ihn dann hole. Und ich bin außerdem der Meinung, dass ich erstmal eine Verbindung nach außen herstellen muss. So, also, jetzt kommt doch hier wieder was total Trickreiches. Was kann ich machen? Ich kann... Ach, Moment. Nee, auch nicht. Ja, es geht ja eben nicht mit Bodenflächen. Sonst hätte ich hier natürlich... Hier habe ich Decke Boden, ne? Aber es hilft mir nicht viel. Um nicht zu sagen, es hilft mir sehr wenig. So, wenn ich jetzt die Verbindung mache. Was hilft mir die? Was hilft mir die? Ich muss da wieder ankommen. Das
Es ist gerade ziemlich... Ich bin ahnungslos. Moment. Hä? Ja, doch. Ich habe jetzt nach einer Möglichkeit gesucht, den Würfel kaputt zu kriegen. Aber auch das ist wieder schwer. Also er muss ja da liegen, damit ich einmal die Verbindung hinbekommen habe. Jetzt könnte ich runtergehen, aber ich kann ihn halt nicht neu rufen. Also ich komme da jetzt nicht ran, um ihn wegzunehmen. Ah, ich weiß. Ich weiß es. Hahaha, das ist clever. Es hat natürlich doch was mit der Kugel zu tun. Und zwar... Da würde ich sie holen an der Stelle. Jetzt mache ich aber mal Folgendes. Jetzt schieße ich das so mittig wie möglich. Um den Würfel kaputt zu machen. Jawohl. Hab die Verbindung mit Blau. Muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich... hier nicht in dem Moment, wo sie da rauskommt, schieße. Kann ja bei der Gelegenheit mal die Kugel da fangen. Also die temporäre Kugel. Gleich wird es wieder gefährlich. So. So, da haben wir es auch schon. There once was a girl from insert hometown name. She really knew how to insert active verb. Then one day, she was taken away and placed in a lab full of insert plural noun rhyming with hometown name. So, jetzt ist ja die große Frage, was hat sich vielleicht sonst noch verändert, dass hier irgendwo ein Kuchen zu finden ist. Also, weiter hinten. Komme ich überhaupt zurück? Aha. Okay. Also, wenn ich richtig gelegen habe und der Kuchen da vorne nicht zu holen war, dann muss er ja hier irgendwo sein. Aber eben nur unter der Voraussetzung, dass ich da richtig lag. Oh Mann. Es ist ja auch gerne mal was, dass man nicht nach oben oder nach unten guckt. Also man guckt rechts, links, vorne, hinten, aber eben nicht oben, unten. Ich will hier nicht rausgehen. Solange ich das nicht geklärt habe. Mano. So. Stimmt, ich habe ja nochmal einen Würfel zur Verfügung jetzt. Verdammt. Das ist definitiv das Ende der 14. Geht das hier jetzt überhaupt auf? Ich kann doch hier auch nirgendwo hochschießen. Es verändert sich nichts. Ja, also ich werde jetzt nicht alle Platten durchtesten. So viel steht mal fest. Interessant auch, obwohl gar nicht so interessant, dass jetzt die Kugel nicht mehr kommt, ist eigentlich klar. Aber gibt es ja auch nichts zu sehen an dem Ding. Also ich wüsste nicht, vielleicht habe ich schon dreimal in die Richtung geguckt, dann lieber Zuschauer, gern geschehen. Ich sehe es trotzdem nicht. Der Raum hier oben ist auch so... Ich hatte ja am Anfang das hier als Vermutung, ne? Aber da gibt es ja keine Fläche. Ah, da gibt es doch Flächen! Ah, richtig hingucken. Kuchen, Kuchen. Wenn du hier nicht bist, dann weiß ich auch nicht. Oh, oh. Oh, Moment. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und da oben ging es nicht weiter. Der Fahrstuhl ist doch schon komischerweise nicht aufgegangen. Ach, Mann. Okay, dann höre ich mir erstmal an, was sie da zu sagen hat, wenn ich da lang gehe. Verdammt. Da denkt man, man hat ein Geheimnis gefunden. Und dann ist es wahrscheinlich der reguläre Weg. Nein, okay. Es gibt einen Fahrstuhl. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier hin und her laufe. Das hält der Zuschauer wahrscheinlich kaum aus. Aber ich will es jetzt wissen. Und ihr ja auch. Blöd, wenn man immer kurz bevor man an irgendeinem Ende ist, dann doch hier war's.
wieder umdreht und dann feststellt, dass man falsch umgedreht ist und so. Aber alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt gibt es hier einen Kuchen und dann wird alles gut. Was? Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt ist das... Ach, nein, das ist die vorige Kammer. Scheiße. Was mache ich denn jetzt hier? Oh, you found a secret passage. How exciting. You must be very, very proud of yourself. Too bad you've already locked yourself out of that area. Better luck next time. Boah, das ist fies. Es war also doch in der Kammer davor, aber ich komme jetzt hier nicht hin. Man weiß ja auch nie, ob es ein... Scheiße, ob es ein Trick ist. Ob man doch hinkommt oder ob man wirklich... Wenn man die Kammer neu startet, ob es dann offen ist. Oder kriege ich das hier irgendwie kaputt? Oh, das könnte aber auch interessant werden. Nee, ich habe ja oben keine... Kugel mehr und das habe ich auf wohin wollte ich sagen, in der vorigen Folge schon getestet, dass das auch dieses Glas hier nicht kaputt ging. Also würde ich ganz sicher, doch ziemlich sicher, fast sicher, so ein bisschen sicher behaupten, dass ich hier nicht rauskomme jetzt. Also wieder reinkomme. Schade, ich meine, man könnte sie neu starten. Ja, man könnte sie neu starten. Man könnte aber auch erstmal wieder rausgehen. Kann ich denn einzelne Kammern eigentlich starten? Also ich würde sagen, ja doch kann ich, oder? Ich würde sagen, ich mache hier mal ein Schnellspeichern. So. Jetzt gucke ich mal in den Optionen. Nee, in unter... Spielladen ist was anderes. Aber da habe ich auch noch die... Hier? Was war das? You are doing very... Ja gut, auf neues Spiel gehe ich jetzt nicht. Very well for a test subject who has been given. Moment mal. Nee, das ist jetzt ein bisschen blöd alles. Dann gehen wir wieder auf einen normalen Fortschritt und gehen mal davon aus, dass ich das jetzt gerade nicht mehr betreten konnte. Die Tür war definitiv zu. Spätestens zum Ende des Let's Plays mache ich das nochmal. Aber ich habe es gefunden, sagen wir mal so. Ist doch auch was. Wenn es denn der Kuchen ist, aber was soll es auch sonst sein? Ich würde es cool finden, wenn es jetzt eine Verbindung gäbe, die wieder zurückführt. Oh. So, die 15 von 19. Und dann ist ja auch wieder die Frage... Oh, oh. If you have a history of seizures or epilepsy, please refrain from looking at or standing near the hydromagnetic cube stability units. If you do not have a history of seizures or epilepsy, then you are in for a treat. Dann stelle ich mich auf ein Vergnügen ein. Okay, ja, ich weiß nicht, ob hier jetzt wieder irgendwie eine Verbindung zu einer vorigen Kammer hergestellt wird. Ich tendiere jetzt dazu, dass... Huch! Sieht ein bisschen pixelig aus, deshalb habe ich mich gewundert. Ich tendiere jetzt dazu, erstmal weiter zu spielen und das dann irgendwann aus dem Hauptmenü heraus zu laden. Irgendwie sowas. Also, das muss man dann nicht mit einem neuen Spiel machen und das weiß ich nicht. Ach, was rede ich eigentlich so lange? Wenn ich ein neues Spiel mache, sind doch meine Speicherstände trotzdem nicht weg. Also, wenn ich jetzt die Kammer 14 nochmal neu mache, habe ja trotzdem die Speicherstände. Ich will das jetzt wissen. Aha. Na, so ein Scheiß, ne? Oh, nee. Okay, dann kann ich mir nur noch so erklären, dass ich dafür es durchgespielt haben muss. Oder einen anderen Trick anwende. Aber gut.
erklären werde ich das in dieser Folge nicht mehr. Das war jetzt schon genug hin und her. So. If you have a history of seizures or epilepsy, please refrain from looking at or standing near the hydromagnetic cube stability units. If you do not have a history of seizures or epilepsy, then you are in for a treat. Also, das kann ich schon mal problemlos treffen. Das wird meine erste Energiekugel, die trifft, würde ich sagen. So. Getimed. Na super. Oh Gott, aber wie kurz. Okay, dahinter wird eine weiße Fläche sein, da bin ich mir doch ziemlich sicher. Das heißt, ich mache das Ganze nochmal und stelle mich aber hier schon bereit. So. Es galt ja hier nur den Würfel zu holen. Was machst du? Du rufst ihn mir neu. Teste es mal eben. So. Au. Was? Bin ich ernsthaft durch einen Würfel gestorben? Wer denkt sich denn sowas aus? If you do not have a history of seizures or epilepsy, then you are in for a treat. Also das war echt absurd. Okay, ich gehe hier einfach raus. Mei, oh mei. So, jetzt. Hilfe, wo komme ich her? Ah, okay, ich brauche zwei... Nee. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich brauche einen Würfel. Um das Ganze jetzt mal da reinzuleiten. Und der macht dann... Der lässt mich den zweiten... Nee, zum zweiten Würfel rüberkommen. Okay, also... Nur moi. Was macht der nun wieder? Der dreht dann auch irgendwas. So. Hopp. Okay, so. Was machst du hier? Du machst diese Tür auf. Dann... Gehe ich da jetzt mal rein. Ach du Scheiße. Okay, jetzt hole ich mir den wieder. Ich sehe schon, ich muss auch irgendeine Verbindung aufrechthalten. Also der muss dann da hinten rein. Also die Kugel muss da hinten rein. Das gucke ich mir jetzt aber mal eben an. Oha. Okay, mehr ist es hier nicht und dann kommt der Ausgang. Gut, hier ist auch alles mit Grills abgeschnitten, sag ich mal. Okay, dann. Ja, Mist, jetzt muss ich von vorne anfangen. Und dann kann ich irgendwann mal anfangen zu überlegen, wie ich das löse. Denn... Was muss denn gegeben sein? Es muss... ich ahne was. Obwohl, wie soll das denn gehen? Ach doch, doch. Also jetzt muss ich wieder die Verbindung nach da drüben. Muss ich die hinkriegen? Ich muss den Würfel ja letztendlich rüberholen. Ich muss nämlich da draufstehen. Das ist jetzt aktuell meine Überlegung. So, wenn ich jetzt... Problem ist, dass ich hier ständig Würfel opfer. Jetzt muss natürlich wieder einer kaputt gehen, damit es da drüben hinkommt. Es kann jetzt aktuell nur der sein. Und ich habe die Befürchtung, ich muss diese Würfel... Moment. Ja, muss ich. Austauschen. So. Also ich hole den jetzt erstmal rüber. Der geht ja, die gehen ja hier jedes Mal kaputt, wenn sie irgendwie von der Kugel getroffen werden. Aber letztendlich muss ich beide intakt wiederum hier haben. Was man machen kann, ist, man kann die Kugel hier rauskommen lassen. Zum Beispiel, also ich kann jetzt... Oh wei, wie geht denn das jetzt?
Ich kann jetzt diesen Würfel holen. Ah ja, doch, da haben wir es doch schon. Ich lasse jetzt die Kugel da drüben rauskommen und danach setze ich... Also wenn sie rein ist, setze ich blau um. Da muss ich aber wirklich schnell sein. Wobei gar nicht so sehr. Also sie kommt jetzt da drüben raus, ne? Wobei. Das hätte ich doch gar nicht so tricky machen müssen. Was denn, wenn ich jetzt orange da hinschieße, dann klappt das doch. Dann trifft der da. Ich komme rüber, hab den zweiten Würfel. Und danach machen wir das gleiche. Ach so, nee, ich muss ja noch rüber. Ich muss ja noch rüber, genau. Die Verbindung muss aufrechterhalten werden, weil ich mich dann am Ende da hinstelle. Oh, das wird aber auch knapp. Okay, was machen wir jetzt? Den lassen wir hier liegen, den anderen holen wir. Also drücken. Kugel da reinlassen. Umsetzen. Hier rüber. Jetzt allerdings... Gott, oh Gott. Wieder blau umsetzen, dann komme ich erstmal da drüben raus. Das ist echt tricky jetzt. Ja, man benutzt eigentlich nur ein Portal, weil das Orangen jetzt gerade heilig ist. So, jetzt wiederum. Jetzt kann ich beides bestücken. Also es müssen ja die Würfel sein, aber den Knopf kann halt auch ich machen. So, ja, wird interessant, ehrlich gesagt. So, wenn ich jetzt die Verbindung wieder mache, ja, dann... Ich teste mal. Aber ich schätze, ich muss es direkt schaffen. Ich glaube, die... Ach doch, das ist ja eine grüne Kugel. Okay, das heißt, die überlebt. Na, dann habe ich Zeit. Dann habe ich ja schön Zeit. Super. So, jetzt kann ich sie da drüben rauskommen lassen und jetzt trifft alles. Einmal abgelenkt, zweimal abgelenkt, ab durchs Tor und ich kann schon mal gehen. As you exit this chamber, remember to use proper elevator etiquette. Stand in the elevator with your arms at your sides and stare at the Aperture Science logo. Do not fire the handheld device inside the elevator. Do not lock keys or attempt to locate the hidden camera inside the elevator. Do not undress inside the elevator. Do not attempt to pry open the elevator door, no matter how hot or radioactive it gets in there. Das geht ganz stark in Richtung reversible Psychologie. Da kriegt man ja richtig Lust, das zu machen. So, mir ist eingefallen, ich hätte die Tür hier nicht aufdrücken müssen, hätte ja dadurch gehen können. Aber auf jeden Fall, das hier ist passiert. Ja, der Kuchen hängt mir noch ein bisschen nach, ne? Ich möchte echt wissen, ob ich noch irgendwie an diese Kammer rankomme. Ich meine, ich habe doch schon gut was geleistet, indem ich da aufgemacht habe. Also könnte man mich eigentlich mit belohnen, dass ich es zumindest dann irgendwann... Ja, keine Ahnung. Wenn ich es neu starte, dass ich dann den Kuchen bekomme. Ansonsten, naja, vergessen wir jetzt erstmal. So, die. Welcome to the difficult 16. Test chambers. Please use caution when attempting to solve the following tests, as any impromptu or unwitted attempt and unforeseen injuries. Okay. They aren't really that difficult, but then again, you do have rating of 17 stupidity units. So yes, you might have some trouble. Jetzt wird's schwer, wie schön. Endlich wird's schwer. Okay, die sind auch recht groß, also für Portal 1 Verhältnisse schon. Also einige Sachen, die hier zusammenhängen, ne? Oh, guck mal. Hier schwingt man irgendwie. Ich muss auch zugeben, ich kann mich tatsächlich an so ziemlich jede Kammer dann doch ganz dunkel erinnern, aber das hat natürlich überhaupt nichts mit der Lösung zu tun. Die erarbeite ich mir hier ganz ehrlich. Also, das, was ihr hier seht, ist wirklich Überlegung. Und nicht sich dumm stellen.
sondern es ist einfach nach den ganzen Jahren doch schon wieder weg natürlich. Ja, jetzt haben wir mal kurz die Kammer hier gesehen. Hier muss zum Beispiel der Würfel rauf, aber das ist ja nur ein Durchgang, um den Grill zu umgehen. Hier sind überall Nummern, da ist die 2. Was ich so ganz genau machen muss, weiß ich jetzt noch nicht. Vor allen Dingen, war ich gerade blind? Haben wir schon mal irgendwo den Ausgang gesehen? Hilft ja doch immer, wenn man den schon mal vor Augen hat. Hier unten, genau. Also da muss die Kugel rein. So. Da kommt sie raus und hier wird sie wahrscheinlich auch noch zwischengeparkt oder sowas. Was ist denn da auf dem Boden? Die 3. Von der 2 zur 3. Ja, also das kann man sich alles zusammenbasteln. Aber wir haben die Folgenlänge erreicht. Ich platziere mich mal hier. Und dann geht das beim nächsten Mal weiter. Also seid gespannt. Bis dahin. Tschüss.